Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranity, meine Freunde. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ey, ich muss euch erstmal was erzählen. Und zwar gerade eben, bevor ich hier diese Aufnahme startete, ist etwas passiert. Das hat mich tatsächlich darüber nachdenken lassen, ob ich nicht eventuell mal wieder Staub putzen müsste auf meinem Schreibtisch in diesen hinteren Bereichen, die man nicht immer sieht. Also jeder kennt wahrscheinlich diesen hinteren Bereich, den man nicht immer sieht und wo, wenn man dann mal genauer hinguckt, man dann doch ein bisschen Staub sieht. Es ist gerade durchs offene Fenster, ist gerade so ein, keine Ahnung, so ein dicker Käfer, sowas wie ein Maikäfer, nur dass wir halt nicht mehr Mai haben, also wird es vielleicht auch kein Maikäfer sein, sondern Julikäfer, keine Ahnung. Gewesen sein, der hier reingeflattert ist. Und er ist hier so losgeflogen und ist hier so voll gegen die Dichter. Voll dicht gegen die Lichter, was hier halt also leuchtet. Das ja mal ein bisschen heller machen. Er ist zu hell. Und ja, auf jeden Fall ist er dann da irgendwie so hinter den Monitoren da so runter, wo ich auch nicht so richtig sehe, was da noch so ist. Da steht noch was rum und hier liegt noch was. Und dann kam er irgendwie so nach vorne gebrummt und konnte nicht mehr fliegen, weil er so komplett in so einem Staubknäuel gefangen war. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und dann musste ich ihn erstmal ganz vorsichtig sauber machen. Es war jetzt nicht so eine Motte oder so, wo man ja auch aufpassen muss, wenn die irgendwie ihren Flügelstaub, ihren Feenstaub verlieren, können die nicht mehr fliegen. Das war es zum Glück nicht. Aber, ja, hatte ich so auch noch nicht. Und da habe ich mir gedacht, komm, du machst jetzt erstmal deine Aufnahme und danach nimmst du dir mal einen Lappen und machst mal ein bisschen sauber. Ich habe gerade mal auf meinem Handy geguckt, was noch alles an Notizen für Stranded Deep hier eingespeichert war, was ihr so in den Kommentaren vor einiger Zeit mal geschrieben habt, was ich noch unbedingt umsetzen wollte. Und da gibt es eine Sache, da waren jetzt keine Baumstämme, weil ihr habt geschrieben, ich soll einen Baumstamm mal hinstellen und dann so eine Laterne oben drauf. Das soll ganz cool wohl aussehen. Problem nur, wir haben keinen Baumstamm und hier fällen wir jetzt natürlich auch keinen Baum mehr, weil wir ja die ganzen Bäume immer so kahl gehackt haben. Also wir haben die ja schon zu Stöckern verarbeitet. Und das andere, was ihr wolltet, was ich mache, was wir eigentlich schon gesagt hatten während der Erstellung dieser Insel, dass wir ein Lager... wir mussten es ja nochmal neu machen, ne? Ich erinnere mich. Dass wir ein Lagerfeuer bauen und zwar hier rein, in die Mitte des Dorfes, ne? Habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, wenn ihr diese Insel selber auch spielt. Also diese Wallace Insel hier. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Ich glaube, es ist relativ billig, so ein Feuer. Wird ja nicht mit Gas betrieben. Deswegen ist es billig. Wo ist es denn? Ist das hier? Ach, da. Vier Hölzer. Ja, komm, das kriegen wir doch hin. Da haben wir doch bestimmt ja auch irgendwo drin vier Hölzer, ne? Nee, natürlich nicht. Dann laufen wir vielleicht einfach mal zurück. Dann holen wir noch die vier Hölzer. Das würde ich ganz gerne nochmal schnell machen, dass wir einfach hier auch so ein Feuerchen haben. Und natürlich würde es sehr, sehr gut sein... Warte, Holz liegt doch hier vom Bauen, ne? Bauholz liegt doch hier rum. Aber liegt hier kein Bauholz mehr? Haben wir alles schon weggebaut, ne? Dann liegt wohl doch kein Bauholz mit hier. Drei Hölzer, ist ja klar. Dass genau ein Holz fehlt. Ich glaube, hier hinten lag noch so eine Stange rum. Die haben wir vorhin gesehen. Und dann machen wir natürlich das, weshalb wir eigentlich hier sind, nämlich dieses Häuschen weiterbauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich mir das gedacht hatte. Komm, aber erstmal das Feuer. Und dann vielleicht... seht ihr? Wir haben ja Essen dabei. Aber dann sollten wir auch mal hier so eine Destille hinstellen. Oh, jetzt bahnt sich Nieser an. Eieiei. Der gute alte Aufnahmenieser. Machen wir es hier so mittig rein, oder wie? Ah, das ist doch schön. Das ist doch schön. So richtig so stammesmäßig hier schön in der Mitte. Ist das Feuer drin. Sitzt auch nicht ganz mittig, aber einigermaßen. Schön hier unter diesem komischen Jutesack, der natürlich auch ein bisschen Fackeln tut. Und dann ist das Feuer noch größer. Essen wir jetzt mal was und basteln uns nochmal so eine Destille hier. Ich pinne das mal an, dass wir nebenbei schon mal die Sachen zusammenpacken. Ich muss mich nochmal kurz anders hinsetzen. So unbequem. Ist auch nicht, was los ist. Weil ich immer so vorm PC eher liege, statt zu sitzen. Oh, jetzt hätte ich gerade fast mein Glas umgeschmissen. Das wäre böse geworden. Oh. Eigentlich auch so eine eiserne Grundregel, dass ich keine Gläser, keine Getränke irgendwie auf meinem Schreibtisch stehen habe. Und ich habe sie gebrochen. Und sollte sogleich den Preis bezahlen. Nochmal Glück gehabt.
Genau, das brauchen wir gleich alles. Können wir eigentlich schon mal mitnehmen, so eine ganze Kiste. Voll, die brauchen wir. Ein Hammer haben wir, glaube ich. Hammer haben wir dabei. Lashing. Kein Holz. Drei Steine liegen da draußen, habe ich auch gesehen. Ein Lashing liegt ja auch im Lager. So ein Tarp wäre noch ganz nice. Ich weiß noch nicht, ob wir noch ein Tarp haben. Hier ist auch ein Lashing. Ne, es ist ein Leder. Wie war denn das? Wir hatten das doch gebaut und haben dann nicht gespeichert oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie so ein Unfug haben wir noch gemacht. Frage ich mich natürlich, ob jetzt hier noch so ein Tarp rumliegt. Ich packe jetzt hier schon mal die Baucontainer hier hin. Dann können wir nämlich hier gleich bauen. Ah, guck mal, das ist doch schön. Dann haben wir doch hier schon mal einiges, um gleich zu bauen. Wahrscheinlich brauchen wir auch Holz, ne? Ich sehe es doch schon kommen, dass wir jetzt dieses Holz brauchen. Das haben wir natürlich nicht. Naja, dann machen wir nochmal einen kleinen Insel-Walk. Ach, guck mal hier. Ah, das ist... Zählt das auch als... Nein, das zählt nicht. Ist eine Paneelplane. Ah, die zählt leider nicht. Weil das auch so eine alte Ursprungsplane ist. Ja, daran sieht man irgendwie auch, Unwetter zieht auf, daran sieht man irgendwie auch, dass es nicht so konsequent geupdatet wurde. Ne? Man hat diese Ursprungselemente, die es früher in der in den ersten Versionen von Stranded Deep gab, die haben wir, aber wir können damit halt nichts machen. Wollte man nicht eigentlich Stock und Stein hier ein bisschen liegen lassen? Ich glaube schon, ne? Ja, das heißt, das ganze, dieses ganze komische Planzeug, was hier rumliegt, können wir nicht verwenden, ne? Dann müssen wir jetzt ernsthaft einen Stoff herstellen. Ich krieg die Krise. Vielleicht ist in der Kiste ein Stoff. Ich frage mich, ob hier... Nee. Guck mal, das bleibt hier so. Da draußen ist übelst der Sturm, hohe Wellen. Und hier haben wir aber... Hier haben wir das nicht. Das ist eigentlich ganz angenehm, ne? Komm, wir legen mal die sinnlose Plane zu der anderen sinnlosen Plane. Ich habe keinen Plan. Ich habe nur sinnlosen Plan. Sinnlose Plane. Warte, wo laufen wir jetzt hin? Wir wollen ins Lager. Hier wollen wir hin. Hier wollen wir hin. Dann schauen wir mal eben. Jawohl, hier ist noch ein Stoff. Dann brauchen wir nur noch ein Palmenbeet. Ach, das war doch das Problem, ne? Ach, ich erinnere mich. Wir hatten ja eine Palme gefällt für das... Ja, ist aber witzig. Hier ist Sturm, ne? Hier ist Sturm in dem kleinen Loch. Hier ist dieser Sturm und hier in dem großen Loch ist es nicht. Oder ist es jetzt auch? Nee. Das ist ja wirklich eigenartig, ne? Was sagt ihr dazu? Hier ist kein Sturm. Es ist zwar dunkel, aber das liegt halt am Wetter. Würde mich jetzt echt mal so interessieren, wie das sein kann. Vielleicht, weil es nicht tief genug ist. Vielleicht, weil das hier so tief ist wie Meerestiefe, wisst ihr? Mal gucken, ob hier wirklich... Na gut, so riesig sind die Wellen dann doch. Na doch, guck mal. Es geht schon... deutlich hoch und runter. Doch, 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 doch. Oh, gucke mal. Gucke mal, da gehen wir mal planschen hier unten. Hallo, kleiner Diskus. Du denkst auch, wo bin ich hier gelandet, ne? Na, also es ist auf jeden Fall gar nicht zu vergleichen hier mit diesem komischen stillen Wässerchen. Also diese kleinen Wellen hier, die tun überhaupt nichts zur Sache. Gut, wir müssen eine Palme... glatt machen, da wir keinen Palmwedel dabei haben. Ein Palmwedel findet man auch nirgends. Wir haben jetzt auch keine Lust des Palmwedels wegen zurückzuradeln. Ärgerlich, weil wir wussten es ja eigentlich besser, ne? Und wir haben jetzt natürlich auch nur noch einen Schlag. Och, unser Werkzeug hat auch nur noch 3 Schläge. Das schaffen wir doch noch nicht mal. Ist immer wieder was Neues, ne? Das Spiel gönnt uns aber auch gar nichts. Wir haben noch keine Axt mehr. Müssen wir erstmal eine Axt bauen. Das hilft uns alles nicht weiter. Ich snack erstmal ein bisschen Fleisch, weil ansonsten sterben wir ja gleich. Boah, guck mal, wie viel das bringt. Trinken haben wir, glaube ich, gar nichts mehr dabei, ne? Das wäre natürlich hochbelastend. Null. Ach, je. Wir hätten mit dem Helikopter herfliegen sollen, dann wären wir schneller gewesen. Okay, ist nichts dergleichen. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz das Camp durchsuchen, weil vielleicht ist ja hier noch eine Axt oder so. Dann müssen wir keine craften. Hier ist auf jeden Fall Essen. Essen ist schon mal gut.
Da liegt eine Axt. Cool. Haben wir die da hingelegt? Wir hätten natürlich auch da gegen die Gegner kämpfen können, in unserer geheimen Bucht, in der kleinen Höhle. Dort hätten wir auf jeden Fall auch die Sachen bekommen, die wir brauchen. So, für welche hatten wir uns denn entschieden? Hier hinten für irgendwie eine von diesen Löwen. Ich glaube sogar die war es, ne? Wo wir gesagt haben, auf die können wir getrost verzichten. Die tut eh nichts zur Sache. Ja, ja. Komm, eine Palme können wir ruhig fällen. Dann haben wir auch gleich einen Stamm, das ist doch toll. Und eine Kokosnuss haben wir auch. Dann hacken wir das mal hier oben ab. Komm. So. Die nehmen wir mal schön mit. Haben wir alle? Hier, ja, sind glaube ich alle, ne? Und den Holzstamm, den können wir nicht nehmen. Achso, weil wir keinen Platz haben, ne? Pass auf, dann können wir doch mal hier das Ding ja auch nochmal zerhacken tun. So, dann können wir das nämlich auch essen. Also erst trinken, dann nochmal essen, dann haben wir auch wieder die Uhr einigermaßen voll, glaube ich, ne? Boah, eigentlich nicht, aber... Na, wir müssen es trotzdem essen, sonst haben wir wieder keinen Platz im Inventar. Ach, ist das ärgerlich. Eh kein Platz. Komm, wir können es auch einfach ziehen. Wir können es einfach ziehen. Wir müssen es ja eh nicht im Inventar haben. Oh, hier ist ein Steinvorkommen. Cool. Komm mal durchs Wasser. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht so ein Giftzwerg drin hockt. So, sieht echt aus wie eine Tribüne, ne? Gucken, was wir mit dem Holz hier machen. Ich würde fast sagen, wir stellen es... Na, oder hier in den Eingangsbereich, hier vorne. Hier irgendwie hin. Hier ist kaum Platz, ne? Ich probiere es erstmal hier. Hier erstmal hinzustellen. Vielleicht ja sogar auf dieses Ding hier drauf. Cool, also es funktioniert schon mal. Das finde ich ja sehr, sehr chic. Gucken wir mal, ob wir es auch hinkriegen, diese Laternen da drauf zu platzieren. Ich glaube irgendwie nämlich, das könnte nochmal so eine Art kleiner, qualvoller Kampf werden. Wahrscheinlich gleich das Ding runterreißen damit, ne? Oh, ich krieg jetzt schon wieder so ein Kribbeln im Finger und richtig schlechte Laune innerlich. Ich hasse sowas. Oh, kennt ihr das? Das macht mich richtig wahnsinnig. Da wäre ich fuchsteufelswild bei so einer Wickelei. Ist auch überhaupt nicht eben da oben. Das würde ich erstmal abfeilen. Oh, wer hat das geschrieben in die Kommentare? Oh. Ja, das kann man natürlich so nicht lassen, ne? Aber vom Grund her ist es richtig. Wenn wir es jetzt vorsichtig hochnehmen. So? Na, hör mal. Na gut, vom Grund her ist es richtig, aber wir können es natürlich immer nicht lassen. Es ist nicht optimal. Es steht entweder zu weit hier oder zu weit hier. Ich hätte es gern mittig. Jetzt? Oh, ich weiß nicht, ob wir es mittiger kriegen. Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht cool aus. Wir können ja auch nicht gegenlaufen, ne? Nee, außer wir haben was in der Hand. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Werden wir wahrscheinlich eh bald verpassen. Oh, ist aber ganz cool, ne? Wenn du hier so ein paar Dinger von hast. Das ist eine ganz stilvolle Sache, würde ich sagen. Ja, dann haben wir das gemacht. Das Feuer haben wir, das haben wir. Ach, die Distille haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir noch das Seil. Dann machen wir noch schnell die Distille, weil die werden wir gleich sowas von brauchen. Hier war Seil. Kein Platz. So, jetzt kommen wir dran. So, Seil. Und jetzt können wir nämlich diese Distille bauen. Die Frage ist, wo stellen wir es hin? Wir hatten es hier stehen, aber irgendwas sprach doch dagegen, oder? Hatten wir uns nicht eigentlich umentschieden für einen anderen Ort? Oh Gott, wenn ich das jetzt noch wüsste. Für was für einen Ort haben wir uns entschieden? Für hier irgendwo? In der Nähe? Aus irgendeinem Grund war das da nicht so gern gesehen von euch, oder? Hat da irgendwer was geschrieben? Ich weiß nicht warum. Es ist halt nur einer, ne? Wir könnten es auch weiter nach vorne machen. Dann sind wir näher dran am Geschehen. Ich weiß es überhaupt nicht. Irgendwie macht es auch die Optik kaputt. Wir können es auch hier vorne hinpacken, vor unseren Eingangsbereich. Hier ein und dann später noch so einen hier daneben. Ja, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Es war immer was anderes. Und das, wir werden es noch danken, dass es so ist. Außerdem laufen wir da nicht Gefahr, dass wir in diesen
in diesen kleinen Bach da, in diesen kleinen Tiefsee reinfallen. Ja, ich mache jetzt das, was wir eigentlich nicht machen wollten, diese Dinger abhacken, aber ich, ganz ehrlich, wenn wir die Yuccas doch haben, ne, da wären wir auch schön blöde, wenn wir jetzt anfangen würden, hier den Rasen abzupflücken. Wenn wir doch hier alles haben, was die Axt begehrt. So, das noch, das noch. Zack, zack, hier, da, noch so ein gutes, altes Strohschwein. Strohschwein. So, jetzt können wir das erstmal voll machen. Hier, hier, hier. Den Rest schmeißen wir ganz elegant hier mal davor. So, dann nehmen wir den Hammer in die Hand. Achso, wir brauchen natürlich das Lehm, ne? Jo, jetzt können wir aus Lehm bauen. Die Frage aller Fragen ist, wie wollen wir denn hier aus Lehm bauen? Bauen wir hier auch den Boden mit aus Lehm? Oder bauen wir nur... Ha, eigentlich müssten wir das schon machen, ne? Was kostet denn der Spaß? Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Eins aus Lehm. Zwei aus... Ich gucke aber trotzdem nochmal nach, was kostet. Vier. Ja, oh, oh, oh. Vier, acht, das heißt jeweils ein Stack. Eins, uff, das ist teuer, Freunde. Das ist richtig teuer. Wenn das nicht gut aussieht am Ende, ne? Wenn das nicht gut aussieht am Ende, dann weiß ich auch nicht. Wir brauchen halt 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 10 Dinger mindestens. Und dann ist es noch relativ schmal, das Häuschen. Oder wir lassen hier am Rand so einen Weg frei zum Rumgehen. Wollten wir das machen, hier rechts und links? Aber wenn wir hier rechts und links einen Weg freilassen, ist unser Haus nur 3x3. Na, 3x3 ist 9, ne? Wäre eigentlich auch cool. Könnten wir uns überlegen, oder? Wenn ich das abhacke, kriegen wir doch alle Rohstoffe wieder, weil es ist ja... Genau, wir sind ja Maximum so von die Level her. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn wir jetzt hier noch einen nach vorne gehen, quasi. Hammer in die Hand. Hier noch einen hin. Hier noch einen hin. Da auch noch einen hin. Brauchen wir auf jeden Fall. Wir können es ja immer noch überlegen. Ach ja, kloppi kloppi. Hauen wir drauf. Und ich trinke nochmal einen Schluck. So. Boah, ich mag irgendwie diese Ziegeloptik. So mediterran angehaucht. Auch wenn man die Kanten vielleicht, die Ecken noch ein bisschen anschleifen könnte, scheint mir doch ein bisschen hohes Verletzungsrisiko für den Fuß zu sein. Ist natürlich schade, dass es jetzt genau Nacht wird, wo wir hier gerade mit dem Bauen anfangen. Hätten wir vielleicht ein bisschen vorher mit dem Bauen anfangen sollen. Jetzt sieht man es natürlich nicht mehr so gut. Oh, doch, aber auch die Reflexion da drauf. Das ist schon ganz schick. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben Durst, aber hier ist ja auch noch Trinken. Dann können wir uns ja wenigstens gleich nochmal angucken, wenn die Lichter angehen. Also jetzt, wie das vorne aussieht. Unser Holz. Weil wenn das gefällt, dann können wir das gerne noch an anderer Stelle auch noch bauen. So also überall, vielleicht um unser Haus herum. Oder um den See. Wir brauchen ja auch noch irgendwie... Das liegt ja hier alles noch so in den Bäumen. Ich meine, es hat auch was, aber irgendwie auch nicht. So. Das hätten wir. Dann gehen wir nochmal schnell vorne schauen. Aha. Na, schon irgendwie ganz cool, ne? Mir ist das Licht ja ein bisschen zu kalt. Ich fände es halt auch ganz cool, wenn man ein bisschen wärmeres Licht hätte. Oder wirklich nochmal so eine Holzfackel. Gibt es ja auch Holzfackeln, ne? Die haben wir nicht gebaut, weil die Holzfackeln, glaube ich, irgendwie auch sehr, ja, kurzlebig sind. Ich weiß nicht, die muss man, glaube ich, wieder anmachen. War nicht irgendwas mit den Holzfackeln? Aber es gab doch Holzfackeln, oder? Wir schauen nochmal. Hm. Vogelfalle, Fischfalle. Nee, gibt es keine Holzfackeln? Gab es mal Holzfackeln?
Vielleicht auch nicht, aber ich meine schon, oder? Wäre irgendwie sehr komisch, wenn nicht. Aber gut, vielleicht irre ich mich auch. Ja, wir können mal kurz schlafen. Dass wieder hell ist, ne? Oh, guten Morgen. Gute Nacht. Oh, schön geschlafen. Die Morgensonne kommt hinter dem, hinter der Rettungsinsel, hinter dem Raft empor. Ach so, ja, Wasser finden. Da haben wir doch jetzt hier hoffentlich mal ein bisschen, ne? Eins, immerhin. Immerhin eins. Dann können wir immerhin hier drei wieder reinpacken. So. Ja. Was meint ihr? Jetzt hier das so 3x3 lassen? Oder... Ja, das sieht dann irgendwie von hier auch komisch aus, ne? Nee. Wenn schon, denn schon. Komm. Wir bauen jetzt ja auch nicht so oft hier aus Lehm, ne? Dann kann man sich ja mal gönnen. Hauptsache hier die Ausrichtung stimmt. Oh, jetzt haben wir schon keins mehr. Wir haben ja noch ein bisschen was, ne? Haben wir denn eigentlich sämtliche Lehmvorräte eigentlich abgegrast hier auf der Insel? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. So. Oh, aufpassen, dass wir es hier richtig setzen. Guck mal, das ist ja auch machbar. Das wären jetzt natürlich, wenn wir noch eine dritte Reihe machen, wird es teuer. Ist halt die Frage. Nein, der gute alte Hammer. Aber ich glaube, Hammer haben wir noch, ne? Wir hatten, glaube ich, noch einen Hammer hier im Inventar. Wasser wird auch wieder fertig. Schön, wenn es läuft. Hier ist noch ein Hammer, genau. Ach, können wir auch eigentlich gleich mal... Ja, genau, das Inventar voll machen. Inventar ist schon voll. Was ist denn das hier? Machen wir noch einen. Ja, das werden wir noch bereuen, dass wir die weggeworfen haben, glaube ich. So, können wir schon mal wieder ein paar mitnehmen. Wie sieht es hier aus? Haben wir noch was? Kartoffeln. Dies, das. Hier noch. Oh, dass wir uns auch nicht merken können. Ne? Die Beschriftung haben wir auch schon aufgegeben. Es gibt hier kein Lehm mehr. Okay. Das heißt, das ist jetzt alles, was wir noch haben. Das wird schwierig. Jetzt bauen wir uns hier extra schon so einen Weg, ne, und laufen ihn nicht. Alles leer. Das ist alles, was wir haben. Wir können 1, 2, 3 noch bauen. Wir brauchen doch aber noch Lehm für die Seitenwände. Wir brauchen doch nicht nur Fußboden. Hm. Das ist jetzt belastend. Wieso ist denn das so teuer? Boah. Boah, ey. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Weil theoretisch, praktisch geht es ja auch so. Ich bin mal gespannt, wie es von vorne, also von der Flussseite, also eigentlich von hinten aus aussieht. Und Flussseite, damit meine ich die Seeseite. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Schaut mal hier. Eigentlich wollten wir hier auch noch eine kleine Terrasse hinbauen. Das ist auch schon wieder ziemlich hoch. Man könnte aber mit einer Treppe arbeiten, ne? Man könnte hier so eine kleine Treppe hier so und dass man... irgendwie so runterkommt, bis auf diese Ebene und dann hat man hier noch eine kleine Holzterrasse. Fände ich irgendwie auch ganz cool. Ich würde hier auf jeden Fall jetzt noch so eine Wand zwischensetzen. Oh, sorry, dass ich so müde bin, aber ich habe echt schlecht geschlafen. Ganz, ganz schlecht. Es war auch dieser super, 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 super Vollmond irgendwie. Ja, eh immer so mondanfällig. Wobei ich das immer nur dann bin, wenn mir jemand sagt, dass Vollmond ist. Sonst weiß ich das nicht. Aber irgendwas hat es damit auf sich. Ja, hier packen wir halt die Wände hin. Dann vielleicht eine Tür oder so zwei Türen. Oder wir machen vielleicht auch einfach nur hier eine Wand, da eine Wand. Da eine Wand und hier eine Wand. Und lassen dann in der Mitte, warte mal, eins, zwei. Lassen in der Mitte ein komplettes Element offen als Tür. Dann können wir es nicht zumachen. Es soll halt auch ein bisschen offen sein, so ein bisschen südländisch, eh immer auf und warm und schön. Vielleicht so eine Outdoor-Küche. Na, es ist schwierig zu bauen, ne? Weil die Materialien fehlen. Ja, es ist wirklich schwierig. Wir können ja mal einen Step nach da vorne machen und gucken, was da noch so ist. Wie so kleine Lehmgeschenke.
Überleg mal, wie viel Lehm wir gebraucht haben. Also im Prinzip, wenn wir wirklich... Kann ich mir nicht vorstellen. Alles Lehm, was wir auf dieser Insel hatten, ist jetzt weg. Haben wir alles abgegrast. Das wäre so krass, weil wir haben so viele Lehmvorräte hier gehabt. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran, was das für eine Plackerei war, das alles abzugrasen. Um unser kleines Lehmhaus zu bauen. Hä? Ah, hier war das, ne? Gott sagen, ist die Höhle weg? Ah, da ein bisschen ist noch da. Da sind sie. Die kleinen Racker. Guck mal, hier haben wir noch ein Leben vorkommen. Das war es aber auch, ne? Das ist auch schon angehackt. Das ist nicht mehr voll. Und hier ist nichts mehr. Das waren sie alle, Freunde. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es waren echt viele. Oh, 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 da ist eine Krabbe im Wasser. Ja, hier ist schon einiges los. Ich glaube, wenn man hier einfach reinläuft, dann sieht es auch nicht ganz so witzig aus. Witzig eigentlich, ne? Dass diese Höhle direkt zu unserer Hauptinsel zeigt. Ja, was machen wir nun? Also Wasser finden, ja, ist klar, das brauchen wir. Wir laufen erstmal kurz wieder zurück. Jetzt überlege ich natürlich, hätten wir einfach Holzfußboden genommen, einfach die Wände aus Lehm gebaut, wären wir fertig, ne? Und es würde auch nicht so schlecht aussehen. Ist das teuer? Hier ist auch immer noch kein Lehm drin. Ja, was machen wir nu? Oh, guck mal, das ging aber schnell. Wir haben auch geschlafen, glaube ich, seitdem, ne? Na, müssten wir eigentlich nochmal was essen und trinken. Tja, was machen wir hier raus? Ich meine, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch Ideen habt, was ihr hier gerne sehen wollt, wie wir das jetzt weitergestalten. Wäre doch auch mal eine gute Idee. Dann warte ich jetzt einfach mal ab, bis diese Folge online kommt. Und ihr schreibt mir dann einfach gerne in die Kommentare, was ihr hier aus diesem angefangenen Konstrukt noch gerne hättet. Und dann schaue ich mir die Kommentare an und werde dann mal versuchen, was davon ich umsetzen kann. Sehr dankbar bin ich für Vorschläge, die nicht mehr so viel Lehm kosten. Könnten natürlich eine Axt bauen, das hier nochmal einreißen. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Naja, das werden wir dann sehen, Freunde. Ich gehe jetzt zur Sicherheit nochmal speichern, klar. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in den Kommentaren. Bin gespannt, was eure Vorschläge sind. Bis zum nächsten Mal. Euer Bolle. Ciao, ciao.